Hallo, da bin ich mal wieder. Heute mal eine kleine Einführung in die Acryl-Fluid-Painting-Malerei überhaupt mit einem Überblick über die verschiedenen Methoden, die es gibt. Und ich beginne damit das Anrühren der Farben. Das Anrühren der Farben ist eigentlich die wichtigste Tätigkeit überhaupt. Wenn die Farben nicht die richtige Konsistenz haben, wie hier, dann wird das Ganze nichts. Man sieht, es läuft noch in Klumpen vom Stick runter. Es muss also noch mit destilliertem Wasser, am besten pipettenweise, verdünnt werden. Mal eben selber gucken. Das kann noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Denn den richtigen Zeitpunkt zu treffen, ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass man es sehen kann. Es ist immer noch etwas zu dick. Destilliertes Wasser deswegen, damit man die Farbe auch lang aufbewahren kann. Dies sind jetzt hier Urinprobebecher. Mit Schraubdeckel. Da kann man, wenn man nicht alle Farbe braucht, und man braucht mit Sicherheit nicht alle, den Deckel drauf schrauben und die Farbe eben lange aufbewahren. Und wenn man destilliertes Wasser genommen hat, läuft man nicht Gefahr, dass es irgendwann anfängt, muffig zu riechen. Kommen der Sache schon näher. Man kann auch nicht hingehen und sagen, oh nee, das ist noch viel zu klumpig, ich tue gleich mal 5 Pipetten Wasser rein. Das geht nicht, dann könnten die Pigmente auseinanderbrechen und nicht mehr zusammenfinden. Also immer schön Pipette für Pipette oder was auch immer ihr dann benutzt. Rühren, rühren, rühren. Auch die Ränder nicht vergessen und den Boden. So, in diesem Topf befindet sich bisher nichts weiter als Farbe, Floetrol und destilliertes Wasser. Und es ist noch zu dick. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich die perfekte Konsistenz gefunden habe. So, dies ist jetzt die richtige Konsistenz. Die Farbe fließt in einem ununterbrochenen Strang herunter. Das war immer noch ein bisschen zu dick. Aber nee. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wenn sie unten auftrifft auf die andere Farbe, sitzt sie noch ganz kurz an der Oberfläche, ehe sie dann eine glatte Oberfläche bildet. Nach sehr, sehr kurzer Zeit. Auf die gleiche Weise werde ich jetzt einen Becher mit Weiß anrühren. So, das Weiß ist jetzt schon fertig. Daran kann man erkennen, ich habe erheblich weniger Wasser gebraucht, um diese Konsistenz zu erreichen. Das liegt einmal daran, dass jede Farbe anders ist. Das hängt natürlich auch am Hersteller, das hängt mit dem Hersteller zusammen. Manche Farben sind, wenn sie aus dem Topf kommen, bereits sehr flüssig. Andere Farben, die in der Tube sind, sind sehr dickflüssig und die muss man dann entsprechend häufiger mit Wasser verdünnen, ehe sie diese Konsistenz erreicht haben. So, schon allein aus diesem Grund kann man gar nicht sagen, ich nehme einen Teil Farbe, einen Teil Fluetrol und einen Teil destilliertes Wasser. Das destillierte Wasser muss mit jeder einzelnen Farbe neu ausgetestet werden.
Ein Patentrezept gibt es nicht. Der Übersichtlichkeit halber werde ich alles mit diesen beiden Farben erklären. Nur weiß und violett. Wobei ich nochmal sagen möchte, in keiner dieser Farben ist bisher Öl. Das Öl kommen wir erst sehr viel später. Jetzt zeige ich zunächst mal, warum es keine schlechte Idee ist, die Leinwand vorab mit einer Farbe zu bestreichen. Ich habe jetzt zu diesen Demo-Zwecken nur sehr kleine Leinwände hervorgeholt, habe ich selbst noch nie mitgearbeitet. Dafür braucht man ja keinen Keilrahmen, keine Rahmenleinwand zu verschwenden. Die Luftbläschen mit dem Crème Brûlée Brenner rausbringen. Und jetzt nehme ich mein Violett und gieße einen Kreis genau in die Mitte. Und jetzt lässt sich erkennen, in die Richtung, die vorher mit Weiß bearbeitet wurde, läuft das Violett leichter. Es ist besser manipulierbar. Ich kann es jetzt so laufen lassen. Wohingegen auf der Seite ohne Untergrundfarbe tut sich quasi so gut wie nichts. Die Farbe bleibt da, wo sie von Anfang an war. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich sehe nämlich nicht, was ich da gerade filme. Ich sehe nur, was sich auf dem Blatt tut. Und ich glaube, das ist eindeutig die Manipulierbarkeit der Farbe erhöht sich deutlich, wenn sie auf einen Untergrund aus Farbe trifft. Eine sehr gängige Technik nennt sich Dirty Paw, wörtlich übersetzt schmutziges Gießen. Schmutzig deswegen, weil man mehrere verschiedene Farben in einen Topf zusammengießt. Ich gieße jetzt also ein wenig Weiß, ein wenig von meinem Violett und nochmal ein wenig Weiß. Ein wenig Violett. Da kann man natürlich dann mit Farben spielen und nehmen, was immer man möchte. So sieht dieser Paw jetzt zum Beispiel aus. Jetzt kann man hingehen und mit einem Stab noch ein oder zweimal durchmischen. Und der sogenannte klassische Paw ist dann direkt aus dem Becher auf die Leinwand. Danach kann man das Bild noch nehmen und fließen lassen. Wenn man
die Ecken bedecken will, kann man das mit den Handschuhen machen. Die Handschuhe zur Hilfe nehmen, dass es schneller geht. Oder es auch sein lassen. Sollte man in dem Bild wenn es mal fertig ist, Luftblasen entdecken. Kann man einfach warten, sie platzen auch von alleine. Man kann leicht blasen. Das bringt sie auch zum Platzen. Aber man kann auch wieder den Creme Brûlée Brenner nehmen. Man sieht also, es gibt auch Zellen ohne Öl. Das ist ganz einfach nur eine Farbe, die sich durch die andere hindurchkämmt. Dieses kleine Teil Violett hat sich durch das Weiß nach oben gearbeitet und erscheint oben als Zelle. Das war der klassische Dirty Pur. Jetzt der sogenannte Flip Cup. Wie beim Dirty Pour befüllt man den Becher mit verschiedenen Farben. Es hat sich als gut erwiesen, wenn man zwischen den verschiedenen Farben jeweils ein ganz klein wenig Weiß auch nimmt. Das kann aber jeder machen, wie er möchte, womit er die besten Ergebnisse erzielt. Gut ist es auf jeden Fall bei einem Flipcup mit Weiß anzufangen, denn dann hört man, denn nach dem Flippen ist Weiß dann wieder oben. Man legt also die Leinwand auf den Becher, flippt, dreht um, dann lässt man es eine Zeit lang sitzen, die Farbe ja auch Gelegenheit haben soll, runterfließen zu können. Ich persönlich habe den Trick entwickelt, aber wir arbeiten ja jetzt noch nicht mit Öl, dass ich diesen Flip Cup einmal mit einem Sprüher Silikonöl einsprühe. Dann bleibt nichts, also sehr wenig von der Farbe nur im Becher zurück. Und jetzt kommt der Cup-Up-Moment, der ist der interessanteste überhaupt. Am besten ist es dann auch sofort, den Becher ganz wegzuziehen. Denn wenn man jetzt noch Reste hier oben drüber träufelt, könnte man sich schöne Bilder verderben. Also hochnehmen und sofort zur Seite wegziehen. Dazu würde ich raten. Und dann kann man anfangen, was man da jetzt erreicht hat, auseinanderfließen zu lassen. Und zu sehen, was sich da an interessanten Dingen zeigt oder auch nicht zeigt. Die Farben vermischen sich natürlich. Es entstehen schöne Strukturen, großflächige. Das sind ja jetzt, wie gesagt, nur zwei Farben, aber doch schon eine ganze schöne Menge an verschiedenen Farbtönen, die bei diesem Flip Cup entstanden sind. Zusätzlich auch noch Zellen. Aus Gründen der Ökonomie habe ich ja hier keine richtigen Keilrahmen benutzt. Das ist ja nur eine Demo. Ein Demo-Video ist. Ränder kann man, wie gesagt, wieder ausgleichen, verschönern mit seinen Handschuhen. Hier sind auch schon große Zellen zu sehen.
wie man dann durch entsprechendes Kippeln oder Tilten, die Engländer sagen, noch größer kommen könnte. Das war jetzt der Flip Cup. Und schon geht es weiter mit dem klassischen Swipe. Man hat seine Leinwand. Man gibt Farbe drauf. Ich gebe wieder mal nur eine drauf. Man kann aber auch so viele Farben drauf geben, wie man möchte. Auch dann in die Zwischenräume andere Farben, bis die Leinwand ganz gefüllt ist. Das ist aber auch nicht nötig. So, und beim Swipen, das ist die Swipe-Farbe meistens weiß oder schwarz. Man kann in der Mitte ansetzen, man kann außen ansetzen. Ich persönlich setze gern in der Mitte an, weil ich dann in beide Richtungen wischen kann. Und ich setze auch etwas vor dem Bild an und etwas über das Bild hinaus, damit sich nirgendwo zu viel von der Swipe-Farbe ansammelt. Dann ein geeignetes Tool, zum Beispiel dieser Tortenverzierer oder Tortenstreichmesser. Damit drücke ich einmal kurz drauf und wische in diese Richtung. Da ich einen Drehteller habe, wische ich dann noch einmal in die andere Richtung. So. Hätte man jetzt verschiedene Farben genommen und womöglich noch Silikonöl, hätte man in diesem Moment eine Explosion von Farben und Zellen erlebt. So ist es natürlich eher unspektakulär gewesen. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich es dabei haben. Und weiter geht es mit der Tree-Ring-Technik, der Jahresring-Technik. Man befüllt seinen Becher mit zwei Farben. Das wird meist mit zwei Farben nur gemacht. Und dann versucht man, dass sie beide gleichzeitig herauslaufen und benutzt kleine kreisende Bewegungen, während die Farben laufen. Meine Farben sind übrigens mittlerweile wieder zu dick geworden. Es läuft zu langsam. Aber ich denke, die Idee kommt rüber durch diese leichten drehenden Bewegungen entstehen diese Jahresringeffekte, die man bei einem Baum sieht, Baumstamm. Man kann diese Pfütze dann auch noch manipulieren, indem man sie auseinanderlaufen lässt. Auch hier können übrigens Zellen entstehen, wie immer, sozusagen ohne das Öl. Je nachdem, wie weit man diese Jahresringe auseinanderlaufen lässt, desto weniger erinnert es dann an Jahresringe, aber desto interessanter sind die Strukturen
die da möglicherweise entstehen. So, Tree Ring Methode, Jahresring Methode. So, als nächstes die Pfützenmethode, die Puddle-Technik. Man gießt eine Pfütze. Nimmt dann eine andere Farbe und gießt sie da drüber. Habe ich jetzt daneben. Aber das ist auch nicht schlimm. Und immer wieder abwechselnd, sodass die Pfütze immer größer wird. Man kann dann auch mit verschiedenen Pfützen arbeiten, die irgendwann ineinander laufen. Und interessante Effekte ergeben. Besonders gut an der Pfützenmethode gefällt mir Folgendes. Eine große weiße Pfütze. Ich nehme eine andere Farbe, die ich in die Mitte gieße. Und jetzt kann ich mit Tools bestimmte Dinge manipulieren. Ich kann also beispielsweise mit diesem Tool hier von der Mitte aus nach außen gehen. Dabei jedes Mal vor jedem Streich abwischen und erziele damit interessante Effekte. Ich kann dann auch andersherum mit einem dünneren Tool oder mit dem gleichen Tool zurückgehen, die äußere Farbe nach innen ziehen, dadurch einen blumigen Effekt hervorrufen. Ich kann ganz durchstreichen. Immer die eine Farbe in die andere ziehen. Und dadurch sozusagen pflanzenartige Gebilde erzeugen. Der Fantasie sind da tatsächlich keine Grenzen gesetzt, wie überhaupt bei der ganzen Fluid-Flüssig-Acryltechnik. So, das war die Pfützentechnik. Zum Abschluss noch eine sehr schöne Technik, die ich besonders gerne mag. Ich benutze dazu eine Pipette. Damit kann ich Farben ziemlich punktgenau anbringen. Der Untergrund ist flüssig weiß. Ich bringe einen Punkt an in einer Farbe. Auf diesen Punkt genau kommt eine andere Farbe an
Kontrastfarbe. Ich habe kaum noch Weiß, das ist das Problem. Die Demo ist gleich vorbei. Aber dafür reicht es noch. Eine Kontrastfarbe. Jetzt nehme ich mal einen Strohhalm und blase das auseinander. Ich habe ja einen Drehteller. Brauche also keine Verrenkungen zu machen. Für mich persönlich ist das eine meiner Lieblingstechniken. Denn das Ergebnis ist meist sehr filigran und schön. Wie man auch hoffentlich jetzt hier auf dem Bild sehen kann. Zum Abschluss dann die heißgeliebten Zellen. Wie gesagt, ich nehme dieses Caramba Silikonöl, aber nur um einmal sozusagen den Becher einzufetten. Dann kommen die vielen Farben hinein und zwar möglichst von oben gegossen. Jetzt habe ich sogar von lauter vergessen, dass hier in die Farbe selbst natürlich auch noch Silikonöl kommt. Ich habe Silikonöl mit der Viskosität 500. Das ist schon recht dickflüssig. Ich habe jetzt ordentlich was reingetan. So viel Farbe ist das gar nicht mehr. Jetzt rühre ich das unter. Nicht zu stark. Angeblich sollen die Zellen dann klein sein. Gebe das in meinen eingefetteten Becher. Mein schönes Violett mit dem vielen Silikon. Jetzt meine letzte Leinwand. Jetzt lasse ich es fließen. Ich hoffe, dass es noch reicht für eine gute Demo. Wie gesagt, bei allen muss man sich nicht nur eine Farbe, sondern mehrere, viele schöne Farbkombis vorstellen. Ein guter Trick ist, sich die Up Colorbook 2017 herunterzuladen. Da sind sehr schöne Farbkombinationen zusammengestellt. Oder wenn man arbeitet mit dem Farbrad. So, in dem Weiß ist kein Silikon. Und jetzt wollen wir sehen, was die Zellen dazu meinen. Swipe mit Silikon. Ja, es ist ja doch ein deutlicher Unterschied zu sehen, würde ich sagen. Schon die Zellen, die sich einfach von alleine bilden, sowohl weiße auf der, die unter dem Violett hervorkommen, als auch umgekehrt. Und jetzt
kommt der Föhn. Der Crème Brûlée. Brenner. In schnellen Bewegungen. Immer in der gleichen Richtung, wie man gewischt hat. Und da sind sie, die Zellen. Also ein bisschen Silikonöl und schon sind die Zellen da. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Demnächst werde ich dann wieder mit mehr Farben arbeiten. Dies diente ja jetzt nur der Demonstration. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.